Yummy. Da haben wir aber was bekommen, oder? Ja. Von Valkera-Fans für Valkera-Fans. Ich hoffe, hier ist oben. Schere, Licht sind für kleine Kinder. Was doch, für Hansis. Für Hansis nicht. Doch, doch, doch. Machen wir FPV-Unboxing. Genau. Wow. Da steht unser toter Runner. Ja, das ist unsere Belohnung, dass wir ihn kaputt gemacht haben. Und nochmal, wow. Wow. Ich bin so beschäftigt mit Filmen, dass ich kaum gucken kann. Wow. Das ist ja cool. Roll mal da hinten hin. Da ist Licht. Und dann dreh dich mal hier hin. Ja, mit Magnetverschluss hier. Mhm. Das ist ja voll fett. Boah, wow. Was ist das denn alles Cooles? Geil. Cool. Guck mal, da kann man so filmen. Hi Maggie, we got it. Yeah. Look at this. Ja, schön. It's beautiful. Let's drink some tea. This is cool. Very, very cool. Let me make a video. Wow. Das war ja meine Aktion, das durch den Zoll zu kriegen, ja? Ja, das sind lauter schöne Kuchen-Unboxing. Das Valkera-Kuchen-Unboxing. Genau. Das ist Mooncake übrigens für die China-Banausen. Was ist Mooncake, Hansi? Das ist so ähnlich, glaube ich, so wie bei uns, so Christstollen, sag ich mal. Oder so. Die gibt es in süß und in salzig, habe ich mir sagen lassen. Und da müssen wir einfach mal gucken, was da jetzt so drin ist. Da steht doch ganz eindeutig, dass das die Süßen sind. Ja, klar. dann gucke ich jetzt mal nach den Salzigen. Aber dann guck mal nach den Salzigen. Tolle Verpackung und so. Schau mal, hier steht sogar was drauf. Aber. Doch. Doch. Also, das ist aus weißen Kidneybohnen, Mungabohnen, Zucker, Wasser, Food Additives, Sodium und all dieses gute Zeug, was man alles braucht. Butter, Maltose, Sirup. Also die werden jedenfalls zu Nationalfeiertagen irgendwie gegessen, diese Dinge. Ja, hauptsächlich werden sie dann erstmal verschenkt und dann gegessen. Na? Nee, erst gegessen und dann verschenkt. Ja, klar. Aber hier, guck mal. Ist das nicht geil? Boah. Ist das Guangzhou? Ja, weiß ich nicht. Ich kenne die Stadt nicht. Wir waren da noch nicht. Warum waren wir da noch nicht? Wir müssen da unbedingt mal hin. Ja gut, dann fahren wir halt dahin. Ist das Guangzhou? Nein, das ist... obwohl... Naja, kann sein. Ich glaube, wir müssen mal googeln. Ja, hier ist die Bedienungsanleitung. Aber leider nicht in Englisch. Aber cool. Sehr cool. Guck mal, da hast du sogar Besteck. Ja, war im anderen auch drin. Knife and Fork. Ja, wenigstens war es in Englisch. Es ist so beautiful. Look at this. Das scheint so im Licht. Mach das nicht kaputt, du. Mach es nicht kaputt. Oh,
Christian, du Rotznase. Er hat's verpasst, er hat's verpasst. Da, 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 da. Hier im Valkera Fans 1 Labor wird jetzt gleich mal was gegessen. Ich habe heute den ganzen Tag nichts gegessen. Ich genau, und du wolltest was essen gehen. Nee, ich glaube, das fällt jetzt aus. Ja. Wo ist der Cola-Automat an der Uni? Oh, sind jede Menge. Geh nochmal hinten rechts. Das hast du falsch herum eingeräumt. Das wird gleich wieder ausgeräumt. Ja, das stimmt. Aber guck mal, wie das schimmert hier. Guck dir das mal an. Das ist nicht gut gemacht, das Papier. Das ist so geil. Da haben die sich aber in Unkosten gestürzt. Mooncake. So geil. Ja, sowas schickt man in China seinen richtig guten Freunden oder Verwandten oder sowas. Ja. Oder richtig guten Valkera-Fans. Und es ist tatsächlich so, dass es... Was ist denn das für eine Stadt? Kulturell bedingt nicht selbst gebacken ist. Also es kauft wirklich jeder. Great, fashionable and delicious food. Festival Series. Geil, guck mal, hier sogar da ist die Innenseite der Verpackung. Ist das schön. Ja, die hat auch so eine Innenseite. Ne, die hat eine Innenseite. Ich weiß nicht, ja, ob die ist... Auch. Boah. Gleich kriegen wir das raus, was das für eine Stadt ist, die da abgebildet ist. Also ich bilde mir ein, auch dass ich diesen Turm schon auf Valkera-Videos gesehen habe. Look at this. Enjoy the happiness with your family under the full moon at the Mid-Autumn Festival. This is nice. Very with nice. The Valkera family, yes! Thank you. Cool. Thank you. Yeah. So. Ah ja, jetzt wird gegessen. Sollen das hier da rumsitzen und filmen und Kopter einstellen. Wir waren erfolgreich. Das ist ja dusselig. Kopter kaputt gemacht, jetzt essen wir was. Was hat man denn kaputt gemacht? Eigentlich haben wir gar nichts kaputt gemacht. Dieses Flachbandkabel ist abgebrochen. Das war schon kaputt, würde ich mal sagen. Ja. Ich sitze gerade auf der Schere. Das war kaputt. Zwar hier ist der Übeltäter. Naja. Das, die Kamera stellt hier nicht auf Makro. Ja, und der ist jetzt so sehr geknickt gewesen. Und ist wohl durchgebrochen. Ne? Da, an der Stelle, ist der wohl kaputt gegangen. Müssen wir so ein Flachbandkabel halt neu einbauen. Genau, siehst du da die Stelle. Das ist hier ziemlich kaputt. Ja, und deswegen ist er uns so ein bisschen aus der Luft gefallen, aber nicht kaputt gegangen. In den Videos von Hansi seht ihr dann die Flügel. Ich versuche immer noch rauszufinden, welche süß und welche salzig sind. Wollen wir es nicht vielleicht auf eine andere Art und Weise rausfinden? Ja, auch. Das kannst du, indem du das isst. Ja. Guck mal, wir machen... Out of box. Out of the box. Genauso wie wir den geflogen sind. Ja. Also, los geht's. Ja, schon tschüss, wir essen jetzt.